Hallo Freunde. Ja, und Anhänger und Fans unserer Seite. Hiermit melde ich gerade mal eine Zwischenmeldung an. Und zwar geht es um KI-Bilder, die mir doch ein bisschen zu schaffen machen und wo ich drüber nachdenken muss. Und zwar geht es um KI-Bilder von kleinen Babys, die ich zeige auch diese Bilder, damit ihr wisst, worum es geht. Ja, und ich finde diese Bilder abartig. Also man sieht keine nackten Babys, um Gottes Willen. Ja, das würde ich auch hier nicht zeigen. Ja, aber man sieht Babys. Ja, eigentlich im ja noch Krabbelalter oder also vom Gesicht her. Ja, es sind KI-Bilder. Ja, das soll vielleicht irgendwo ein bisschen damit entschuldigt sein, aber sowas kann man nicht entschuldigen. Das geht nicht. Ja, man zeigt Kinder in Uniform. Zum Beispiel. Ja, und diese Kinder, die haben im Grunde ja nichts mit Krieg zu tun. Ja, man sieht stark dekorierte Uniformen, ja, diese Orden und so, die sie alle so an der Brust tragen. Ja, es sind immer noch KI-Bilder, ja. Aber was soll uns das sagen? Wozu ist das gut? Ja, wir haben schon genug Mist in der Welt. Ja, wir haben genug Kriege in der Welt. Ja, die absolut vielleicht ja noch nicht mal ein bisschen nötig sind. Ja, einfach mal aufeinander zugehen, anstatt ja auch noch so mit solchen Bildern hier so einen Quatsch zu machen, so einen Blödsinn zu machen. Dazu ist das ist noch nicht mal das Ende von dem, ja, was bezweckt der Produzent dieser Bilder? Was will er damit sagen? Ja, er will gar nichts damit sagen. Er will eure Daten haben. Ja, Lug und Betrug. Da steckt nichts hinter. Du sollst einfach nur Interesse bekunden, dann schreibst du vielleicht rein, oh, look nice, oder, ne, selbst die Kommentare, die da drunter angebracht sind oder unten drunter stehen, unter diesen Bildern, das ist auch KI generiert, auch nicht echt, aber wenn du dann da hinschreibst, kriegst du plötzlich Pornobilder, Pornofilme, Kreditangebote und. Ja, nicht nur, dass anschließend nach diesen Bildern und du schreibst einen Kommentar, nicht nur, dass du dann solche Angebote kriegst über Kredite und was nicht alle und hast nicht gesehen, du hast auch vorher noch diesen geschmacklosen Scheiß, wo Babys in Kampfuniformen auf Bilder sind, und das Schlimmste ist, bei einigen ist es so, du siehst dann irgendwas Metallisches, mit einem Holzgriff oder so, Letztendlich beim drüber herfliegen über dem Bild, also mit deinen Augen jetzt, meinst du, der hat auch noch eine Waffe in der Hand? Ja, ein Holzgriff oder Holz mit Metall. Ja, erinnern wir uns, diese Gewehre gab's damals mit Holzgriffe. Ja, ich weiß nicht, was das im Internet bei Facebook zu suchen hat. Tut mir leid, aber da habe ich ein Problem mit. Und ich hoffe auf euer Verständnis, dass ich mal ein bisschen ernster spreche. Ja, es kann nicht immer nur Comedy sein. Diesmal ist es für mich, abgrundtief abartig. Abnormal. Geht gar nicht. Lasst es. Vergesst diesen Scheiß. Klickt da auch nicht drauf. Kommentiert das auch nicht. Ich meine, ich schmetter alles ab, was hier kommt.
Aber das kann nicht, das ist nicht normal. Ja, wie gesagt, ich darf diese Bilder teilen. Es sind KI-Bilder, es ist von keinem Menschen gemalt worden. Ja, die sind sehr ähnlich. Ja, sehen einen Menschen sehr ähnlich. Ja, sehr detailliert. Ja, man könnte meinen, das ist wirklich ein Foto. Dabei sind es Bilder von einem Computer generiert. Ja, KI oder auf Englisch AI macht's möglich. So, das wollte ich mal eben kurz nochmal loswerden.